Ja, wir wollen uns heute unterhalten über Randwertprobleme. Ich möchte Ihnen einmal sagen, was das ist. Ich möchte motivieren, warum die interessant sind und warum wir mit unseren bisherigen Methoden da eigentlich nicht so richtig weiterkommen. Zunächst mal, wir wollen uns das Ganze klar machen an Gleichungen zweiter Ordnung, das heißt also Differentialgleichungen, bei denen die zweite Ableitung vorkommt. Und da möchte ich erst noch mal ganz kurz darauf schauen, wie wir mit solchen Gleichungen bisher umgegangen sind. Und zwar am einfachsten Beispiel, das wir haben, nämlich erst mal am vertikalen Steinwurf. Ja? Das heißt, also, Sie werfen einen Stein hoch und Überraschung, er kommt irgendwann zurück. Die Modellierung dafür ist natürlich die ganz einfache. Wenn Sie mit H von T bezeichnen die Höhe des Steins, dann ist die Vertikalgeschwindigkeit V von T, die Vertikalgeschwindigkeit ist natürlich nichts anderes als H' von T, das haben wir jetzt schon häufig genug gesehen. Und die Ableitung von V ist einfach die Erdbeschleunigung. Okay, das ist nur eigentlich eine Differentialgleichung zweiter Ordnung, denn eigentlich haben wir sowas wie nämlich das für das V jetzt das H' einsetze, steht hier eigentlich die Differentialgleichung H2' von T gleich minus G. Und ja, das ist so eine typische Differentialgleichung zweiter Ordnung, eine sehr einfache in diesem Fall. Und ja, wie haben wir das, wie gehen wir vor? Wir haben es gerade gesehen. Wir führen einfach das H' als neue Variable ein und machen aus dieser Differentialgleichung ein Gleichungssystem, nämlich gerade das, was ich schon hingeschrieben habe. Also H' von T ist V von T und V' von T ist minus G. Und dieses Gleichungssystem ist natürlich dann äquivalent zu H2' von T gleich minus G. Das heißt also, wir führen V als eine neue Variable ein, als neue Funktion, wir führen V als eine neue Funktion ein, die Ableitung von H und reduzieren damit diese Gleichung zweiter Ordnung. Was bedeutet es jetzt, wenn wir ein Anfangswertproblem für diese Differentialgleichung betrachten? Na, eine Anfangswertaufgabe würde bedeuten, wir versuchen wieder irgendwie das Ganze zu lösen auf so einem Intervall von 0 bis groß T. Und Anfangswertaufgabe bedeutet, wir geben für das System die Anfangswerte am Punkt T gleich 0. Das heißt also, wir brauchen Anfangswerte H von 0. Das heißt, wir müssen wissen, wo der Stein am Anfang war. Und wir brauchen einen Anfangswert für H' von 0. Das war nämlich unser V von 0. Und das ist natürlich die Anfangsgeschwindigkeit, mit der ich den Stein hochwerfe. Okay, das heißt also, Anfangswertprobleme bedeutet, wir geben alles an der linken Seite vor. Und das ist eine wunderbare Modellierung. Wenn ich die Geschwindigkeit kenne, wenn ich die Höhe des Steines kenne, dann kann ich den Stein zu jedem Zeitpunkt beschreiben. Das geht leider so ein bisschen an der Wirklichkeit vorbei oder an den Aufgaben, die man in der Praxis lösen muss. Und das möchte ich Ihnen zeigen an einem ganz, ganz einfachen Beispiel. Und hier geht es nicht mehr um einen vertikalen Wurf, sondern es geht jetzt um einen schrägen Wurf. Aber naja, Sie sehen, die Horizontalgeschwindigkeit, die wird durch die Erdbeschleunigung überhaupt nicht beeinflusst. Das heißt also, ja, die Horizontalgeschwindigkeit ist konstant. Das heißt also, wenn Sie die vertikale Position beschreiben können, dann können Sie sofort auch die horizontale Position beschreiben. Das heißt, wir wollen uns jetzt um einen schrägen Wurf kümmern. Und da will ich mal gucken, ob ich das jetzt hier hinbekomme. Ja, genau. Ich möchte Ihnen nämlich eins der ältesten Spiele zeigen, das ich kenne. Vielleicht kriege ich das auch noch ein bisschen größer. Leider nein.
doch ein bisschen größer, kriegen wir es noch. Und das ist ein Spiel, das, ich glaube, so als Easter Egg in Windows bis vor kurzem immer noch enthalten war. Wenn Sie es nicht kennen, es geht darum, dass zwei Gorillas auf Hochhäusern stehen und sich gegenseitig mit Bananen bewerfen. Und ja, dazu brauche ich mal eine Tastatur. Schauen wir mal. So. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Ich bin der linke Gorilla und muss jetzt versuchen, den anderen mit einer Banane zu bewerfen. Und das kann ich tun, indem ich die Parameter des Wurfes eingebe. Und zwar genauso, wie wir das gerade getan haben. Nämlich, ich muss einmal den Winkel angeben, aus dem berechnet sich dann die, und ich muss die Stärke des Wurfs angeben, aus dem berechnet sich dann sofort die Horizontal- und Vertikalgeschwindigkeit. Und ja, ich muss das Ganze natürlich so tun, dass ich da unten den zweiten Gorilla treffe. Ich setze das also mal an mit einem 45-Grad-Wurf und einer Geschwindigkeit von 60. Keine Ahnung, ich würde irgendwas ausprobieren wahrscheinlich. Das sieht schon erstaunlich gut aus. Naja, nein, tut es nicht. Okay, das war offensichtlich zu kurz. Ich mache das auf der anderen Seite auch mal. Okay, das war offensichtlich zu weit. Und was ich natürlich tun würde, ist, ich jetzt hier ein bisschen mehr sehen, mehr nehmen. Wie ist denn hier mit 45 und 80? Das wäre jetzt zu weit. Also würde ich jetzt versuchen, das Ganze irgendwie einzupendeln. Okay, warum ist das ein Beispiel für das, was wir gerade gesehen haben? Naja, also ich muss, um den Wurf modellieren zu können, die Horizontal- und Vertikalgeschwindigkeit der Banane am linken Gorilla angeben. Aber das ist eigentlich nicht was ich habe, sondern ich möchte eigentlich, dass die Höhe der Banane auf der Länge des zweiten Gorillas gerade mit der Höhe dieses Gorillas übereinstimmt. Das ist eigentlich mein Ziel, dass er unten der tatsächlich diesen Gorilla trifft. Okay, das heißt, ich muss irgendwie ausprobieren. Ich kann nicht das ganze Gleichungssystem direkt lösen, also nicht direkt modellieren mit dem, was wir bis jetzt gemacht haben. Das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Das heißt, wie wird das jetzt in unserer Modellierung aussehen? Und da gucke ich nochmal hier. So. Ja, da bin ich wieder zurück. Das heißt also, ich weiß natürlich, wo die Banane startet. Das heißt also, ich kenne das H von 0. Aber ich möchte eigentlich sagen, ja, da wo die Banane auf der rechten Seite auf der Länge des zweiten Gorillas ist, also zu seinem Zeitpunkt T0, wo es eigentlich den zweiten Gorilla treffen sollte, nehmen wir mal an, dass hier, es geht bei 0 los, da soll es genau mit der Höhe des Gorillas übereinstimmen. Das heißt, meine zweite Bedingung ist H von T0 gleich H0. Und da sehen Sie, das ist das, was ich eigentlich lösen möchte, aber das können wir mit Hilfe unseres Anfangswertproblems nicht, denn Anfangswertprobleme geben immer alles auf der linken Seite vor. Hier haben wir einen Teil auf der linken Seite vorgegeben, einen Teil haben wir auf der rechten Seite vorgegeben. Und zwar haben wir hier einen Wert vorgegeben auf der linken Seite, einen Wert vorgegeben auf der rechten Seite und ich sage schon mal, solche Gleichungssysteme oder solche Aufgaben nennt man auch Dirichlet-Aufgaben. Also ein Teil der Funktionswert ist auf dem linken Rand vorgegeben, ein Teil der Funktionswert auf dem rechten Rand. Und das macht absolut Sinn. Und Sie haben irgendwie auch schon gesehen, dass es eine ganz einfache Möglichkeit gibt, diese Gleichung wirklich zu lösen. Denn was haben wir hier im Grunde gemacht? Naja, also ich habe eine Stärke eingegeben, nehmen wir mal den Winkel konstant. Und dann habe ich die Stärke des Wurfs eingegeben. Ja, und aus der Stärke dieses Wurfs hat sich berechnet eine Höhe an der Stelle T0. Ja, also ich komme an der Stelle zum Zeitpunkt T0, bin ich mit der Banane auf der gleichen Position wie der zweite Gorilla. Und ja, da kann ich tatsächlich ausrechnen, wo ich wirklich bin.
Was möchte ich eigentlich? Naja, ich möchte, dass die Höhe übereinstimmt mit der Höhe des Gorillas. Das heißt also, ich möchte, also Ziel wäre, dass h von t0 gleich h0 ist, nämlich die Höhe dieses zweiten Gorillas. Das heißt, ich habe eine Funktion, die geht aus der Stärke des Wurfs, also eine reelle Zahl, nach h von t0. Das kann ich ausrechnen, ja? Denn wenn ich die Stärke des Wurfs kenne, dann kann ich den ganzen Weg beschreiben. Ich kann also insbesondere natürlich voraussagen, wo die Banane sich da rechts zu diesem Zeitpunkt befindet. Und ich möchte, dass an diesem Zeitpunkt gerade die Höhe h0 hat. Das heißt also, ich muss lösen das Gleichungssystem oder löse die Gleichung. F von S gleich h0. Und dabei ist f von s gleich h von t0 und h ist die Lösung der Anfangswertaufgabe bei Stärke des Wurfs s. Ja, und das ist genau natürlich das, was ich vorhin gemacht habe. Ich habe mir einfach erstmal irgendein S ausgedacht. Dann sehe ich, komme ich richtig raus, also bin ich zu weit oder bin ich zu nah? Und entsprechend habe ich dann meine Stärke korrigiert. Okay, das heißt, was ich hier lösen muss, ist eine sogar nichtlineare Gleichung. Und da sollten Sie sofort denken, was haben wir gezeigt, also was haben wir für Möglichkeiten, um Gleichungssysteme, nichtlineare Gleichungssysteme zu lösen. Da denkt man vielleicht ans Newton-Verfahren, ans Sekantenverfahren. Naja, und tatsächlich, man kann zeigen, ich schreibe das mal hier hin, weil es ist nicht schwer, aber ich zeige es hier nicht. Diese Funktion f, die mir zur Stärke eines Wurfs die Höhe angibt, die ist differenzierbar. Und das heißt also, wir würden hier denken an sowas wie Newton-Verfahren oder Sekantenverfahren zur Lösung dieses Gleichungssystems. Ja, und wenn Sie sehen, was ich gerade gemacht habe, das ist im Grunde nichts anderes als ein Sekantenverfahren. Okay, gut. Also, diese Verfahren nennt man aus naheliegenden Gründen auch Schießverfahren. Ja, also, ich möchte einen Wert auf der rechten Seite erreichen. Behandeln kann ich nur Aufgaben, bei denen ich die Ableitung auf der linken Seite auch kenne. Ja, dann betrachte ich die einfach als Variable und suche mir einfach einen Wert, sodass auf der rechten Seite tatsächlich dieser rechte Randwert getroffen wird. Da kann man analytisch sehr wenig beweisen. Ja? Also man hat irgendwie das Gefühl, ja, meistens wird das funktionieren und das kann man, ja, das kann man auch sehen. Aber da kann man analytisch natürlich wenig machen. Trotzdem sind die nicht ganz so unattraktiv, wie ich jetzt vielleicht im Augenblick tue. Also unter Umständen macht sowas tatsächlich Sinn, aber das ist natürlich nichts, worüber wir uns hier im Rahmen der Vorlesung wirklich unterhalten wollen. Stattdessen möchte ich Ihnen ein paar Diskretisierungsverfahren vorstellen. Und bevor ich das tue, möchte ich einmal noch diese Randwertprobleme ein bisschen klassifizieren. Ich habe gerade schon gesagt, eine Dirichlet-Aufgabe haben wir dann, wenn auf der linken und rechten Seite tatsächlich Werte für die Funktion, also für die Werte der Lösung, angegeben sind. Alternativ dazu gibt es noch Neumann-Aufgaben. Und da sind die Werte der Ableitungen auf der linken und rechten Seite vorgegeben. Das heißt also, wir haben eine Differentialgleichung für eine Funktion, wir haben sie hier oben genannt, für eine Funktion h. Und wir haben sowas wie h' von 0 gleich alpha 0. Das heißt, wir haben für die Ableitung auf der linken Seite was vorgegeben. Und auf der rechten Seite, da haben wir ein Wert Beta für die Ableitung vorgegeben, Beta 0 für die Ableitung vorgegeben. Das heißt auch hier, ja, also auf der linken Seite und auf der rechten Seite haben wir was vorgegeben, nämlich auf der linken Seite die Ableitung, auf der rechten Seite die Ableitung. Und Sie ahnen schon, die dritte Art von Aufgabe ist dann die gemischte Aufgabe.
Und da haben wir wieder natürlich eine Differentialgleichung für h. Und vorgegeben ist in diesem Fall normalerweise auf der linken Seite, auf der linken Seite der Wert der Funktion selbst und nennen wir es wieder Alpha 0 und auf der rechten Seite die Ableitung. Und diese letzten heißen auch natürliche Randbedingungen und wir werden sehen, warum. Diese Randbedingungen haben eine sehr angenehme Eigenschaft und deshalb werden wir uns häufig in Zukunft auf die Behandlung dieser Randbedingungen konzentrieren.